Seit mehr als 30 Jahren laufen die amerikanischen Aktienindizes nicht so gut wie im August 2020. Der DAX hält da nicht Schritt, aber Jörg Scherer von der HSBC ist gar nicht so pessimistisch für den Index. Jörg Scherer, wenn wir mal auf den Chart schauen, haben wir den DAX bei 13.000 Punkten, ein bisschen drüber. Und Sie sagen, das ist nicht die Wall Street, natürlich nicht. Aber Sie sagen, jetzt gibt es erstmal ein Widerstandsbündel. Wo ist das? Welche Faktoren machen Sie da aus? Wo ist der Deckel gedeckelt? Ja, hallo Frau Erhardt. Seit 6 Wochen ringt der DAX oder setzt sich der DAX mit diesen besagten 13.000 Punkten auseinander. Eigentlich muss man technisch sogar einen Schritt weiter gehen und sagen, es ist irgendwo die Zone, beginnend mit den Hochpunkten 13.200, 13.300 Punkte bis zu der großen Kurslücke, die wir am Rosenmontag gerissen haben. Dem Rheinländer bleibt sowas natürlich stärker im Gedächtnis verhaftet. Obere Gap-Kante da bei 13.501 Punkten. Und das ist aus unserer Sicht die absolute Schlüsselzone. Ich würde mich an der Stelle sogar so weit aus dem Fenster lehnen, dass wenn dieses Widerstandsniveau rausgenommen wird, dann sehen wir auch tatsächlich ein neues Allzeithoch, denn wir sehen diese Widerstandszone ganz klar als wichtiger an als die besagten 13.795 Zähler, die eben das bisherige DAX-Rekordlevel markieren. Was macht Sie denn so optimistisch, dass dieses Widerstandsbündel tatsächlich überwunden werden kann? Weil Sie sagen ja selbst, seit 6 Wochen ist die Dynamik jetzt nicht gerade brutal positiv. Und wir sehen ja im Vergleich einige Aktienindizes in der Welt, die deutlich besser laufen. Da muss man gar nicht bis zur Wall Street gucken. Ja, das stimmt. Ich habe Ihnen ja heute den kurzfristigen Tageschart mitgebracht. Da ist ein Antriebsfaktor ganz klar die Flagge, also ein klassisches Konsolidierungsmuster, das ich über die letzten Wochen da eingezeichnet habe und das sich vor allen Dingen über die letzten Wochen da ausgebildet hat. Das ist erstmal ein trendbestätigendes Kursmuster, also ein positiver Einflussfaktor. Und der zweite ist die klassische Ishimoku-Analyse. Wir notieren im DAX oberhalb der Wolke. Das ist das idealtypische Bild eines Aufwärtstrends. Also das sind beispielhaft oder exemplarisch zwei Antriebsfaktoren. Dennoch, jetzt muss ich an der Stelle noch ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Zwei Herzen wohnen derzeit in meiner Brust. Es gibt den Faktor Saisonalität. Sie haben den August angesprochen, der ist tatsächlich überdurchschnittlich positiv ausgefallen, auch gut saisonal zu begründen. Dekaden- und Wahlzyklus im Nullerjahr bzw. im Wahljahr freundlich, aber aus diesem Unterstützungsfaktor wird jetzt im September ein Bremsklotz. Ja, und diese Schwächeperiode sowohl gemäß Dekadenzyklus als auch gemäß US-Präsidentschaftszyklus, die hält bis Anfang Oktober an. Also unser in Anführungszeichen wünscht dir was Szenario wäre das, dass wir im September so ein bisschen durchatmen, Kräfte sammeln, Investoren an das erreichte Kursniveau gewöhnen und dann im zweiten Schritt mit der klassischen Wahlrallye oder nennen Sie es von mir aus auch eine frühe Jahresendrallye bessere Chancen haben, um diesen Ausbruch auf der Oberseite tatsächlich zu vollziehen. Okay, dann schauen wir mal, was dann im Oktober passiert. Schauen wir aber jetzt mal zunächst nach Japan. Der Rücktritt des Premierministers kam überraschend und wir haben die Marktreaktion am Nikkei 225 sofort gesehen. Aber inzwischen hat er sich wieder erholt auf nämlich ein fast 2,5 Jahreshoch. Und wenn man noch mal schaut, so auf längere Sicht, 1 Jahr oder 3 Jahre, dann hat er den DAX outperformed. Wie ist Ihre aktuelle Einschätzung zur Performance? Ist der so ein bisschen unterschätzt? Ja, technisch ist er ganz eindeutig unterschätzt. Ich habe Ihnen den Langfristchart auf monatlicher Basis mitgebracht und da gab es eine Schlüsselgröße, die 21.000 Punkte Marke. Ja, jetzt ist Nikkei ja oder die japanischen Aktienmärkte generell immer ja auch so ein bisschen
die antizyklische Idee. Ja, wir wissen, die Hochstände stammen aus den späten 1980er Jahre und dann haben wir 20 Jahre gebraucht, um wirklich eine nachhaltige Bodenbildung zu vollziehen. Der Sprung über 21.000 Punkte hat diese Bodenbildung abgeschlossen. Wir notieren aktuell darüber, also strategische Trendwende im ganz großen Kontext. Und dann haben wir nochmal eine zweite wichtige Marke. Seit Januar 2018 haben wir insgesamt dreimal das Niveau von 24.000 Punkten zur Disposition gestellt. Also im Rahmen dieses langfristigen Trendwendeprozesses würde der Sprung über 24.000 Punkte hier nochmal für ein sehr schönes, bestätigendes Investmentkaufsignal sorgen. Nur ist, wenn man das so ein bisschen fundamental betrachtet, die Regierung zurückgetreten. Man braucht eine neue Regierung für aber eine Menge alter wirtschaftlicher Probleme. Ich will nicht sagen, dass die so alt sind, wie als wir eben gerade über die 80er Jahre im Chart sprachen, aber es summiert sich. Wie ist Ihr mittelfristiger Ausblick? Ja, ich denke, der Techniker, alles, was es an fundamentalen Rahmen, Regierungsumbildung, neue Regierung, alte Regierung, Stichwort gibt, das sieht der Techniker ja als eskomptiert in den Kursen im Chartverlauf an. Deswegen, weil wir eben den Punkt Saisonalität haben, vielleicht auch da nochmal ein ganz entscheidender Punkt, weil man da im Prinzip so ein bisschen den Unterschied saisonaler Natur zwischen den westlichen Aktienmärkten und den fernöstlichen ausmachen kann. Der September ist für den Nikkei beispielsweise gar nicht so ein schlechter Monat. Deswegen kurzfristig durchaus eine Steilvorlage, um hier auch mal eine Outperformance der japanischen Aktien tatsächlich zu sehen. Und im weiteren Jahresverlauf sehen wir tatsächlich gute Chancen, auch dieses Bestätigungssignal, das wir eben thematisiert haben, mit dem Sprung über 24.000 Punkte zu liefern. Und das wäre dann zweifelsfrei nochmal ein Signal von besonderer Aussagekraft, von besonderem Aussagegehalt. Und dann sind die horizontalen Barrieren bei 27.000 Zählern das nächste Anlaufziel für den Nikkei. Okay. Jörg Scherer, vielen Dank. Sehr gerne. Ja, technisch unterschätzt der Nikkei 225, sagt Jörg Scherer von der HSBC. Jetzt kommt die Saisonalität ins Spiel nach dem Rücktritt des Premierministers. Der September ist nämlich meistens beim japanischen Leitindex gar nicht so schlecht. Wenn er über die 24.000 Punkte käme, sagt Jörg Scherer, wäre mittelfristig sogar Potenzial bis 27.000. So viel Euphorie kann man dem DAX derzeit nicht entgegenbringen. Hier sieht Jörg Scherer ein dickes Widerstandsbündel, was es erstmal zu lüften gilt. Und die Saisonalität grätscht hier eher negativ rein. Aber im Oktober könnte es auch hier deutlich aufwärts gehen. Ein neues Allzeithoch will Jörg Scherer für dieses Jahr keineswegs verloren geben.